So, hallo und willkommen zu den neuen Wochenrückblicksvideo. Was gab's diese Woche Neues? Yay! Yeah, wir haben es geschafft. Wir hatten jetzt diese Woche endlich die heißeste Woche des Jahres. Nachdem es ja letzte Woche so ungewöhnlich kalt war und das ganze Jahr über so mehr oder weniger weit unter dem Average, also unter dem Durchschnitt gelegen ist, was die Temperaturen anging und das Wetter allgemein, war dieses Jahr für die Verhältnisse hier in Indiana wirklich schlecht. Für euch in Deutschland wäre es natürlich eher zu heiß gewesen, aber für uns hier war es eher etwas ein kühleres Jahr. Aber diese Woche haben wir endlich mal die heißeste Woche gehabt. Mit Temperaturen hier im Umfeld, glaube ich, von über 34 Grad. Aber das sehen wir dann nachher, wenn wir auf die Wetterdaten schauen. Was gab es sonst noch diese Woche Neues? Meine Frau hat wieder einiges geerntet, was Paprika und Chichitos angeht. Das schauen wir uns aber nachher an. Sie hatte die Woche auf einem Wochenmarkt Pflaumen gekauft. Wir haben da Pflaumen gesehen. Die ist, also Zwetschgen genauer gesagt. Die sind hier ja super selten in Amerika. Und da muss man dann schon Glück haben, wenn man die irgendwo findet. Und hatten uns dann gleich auch noch einen gemischten Kuchen gemacht. Wir haben noch die Äpfel vom letzten Sonntag verarbeitet und ein großes Blech gemacht mit Apfel und mit Pflaumen drauf. Da blende ich euch jetzt mal hier ein Bild ein. Gut, und was gibt es hier draußen Neues? Gar nicht mal so viel. Es gab die Woche ein paar Tropfen Regen, der sich kurzzeitig im Gras ganz gut bemerkbar gemacht hat. Es ist dann wieder ein bisschen grüner geworden. Also gestern war es noch ein bisschen grüner, aber heute ist es jetzt schon wieder mehr gelb wie gestern. Und hier vorne an der Ecke, ja, da kommt der Hund gerade angelaufen. Hi, Brudu. Ja, der Strauch hier hält sich noch ganz gut, aber sonst hat sich hier nicht so viel getan. Und da wir auch nicht gießen, tut sich hier an den Pflanzen nicht so viel. Hier die Ecke, da fangen jetzt die hier, auch wenn ich nicht weiß, wie sie heißen, fangen an zu blühen und blühen hier ein bisschen gelb. Ich glaube, jetzt alles ein bisschen besser aussehen, wenn man es gießen würde, aber wie gesagt, dieses Jahr ist das erste Jahr, dass wir vorm Haus mal nicht gießen und mal schauen, wie es hier ohne Gießen klappt. Die Rosen kommen nach wie vor ganz nett. Ich kann mich aber auch erinnern, dass die schon mal ein bisschen größer und kräftiger waren. Dann fängt jetzt der Busch hier an, weiß zu blühen, was die heimische Insektenwelt wieder freut. Hier sind gerade ein Schmetterling. Drüben ist auch noch ein kleiner Falter. Und die Mittelinsel, da hält sich die fette Henne immer noch ganz wacker. Und lockt hier unglaublich viel Insekten an. Alles voll mit Bienen. Und wie hier üblich ist das ja fast ausschließlich, oder sind das ja fast ausschließlich nur Wildbienen. Also bei denen ist die fette Henne super beliebt. So, dann gehen wir mal wieder darüber in den Garten. Ja, wie ihr sehen könnt, bei uns geht es schon wieder in Urlaub. Wir sind gerade mitten im Packen, da muss ich jetzt vorne rumlaufen. Und dann fahren wir wieder eine Woche weg. Diesmal geht es in den Norden von Indiana. Das ist ein paar Tage nach Shipshewana. Da findet der größte Flohmarkt von Indiana immer statt. Da trifft man auch sehr viele Amische. Da gibt es dann aber auch mal ein Video drüber. Und dann geht es noch weiter an den Michigansee in den Dunes State Park, der auch gleichzeitig noch ein Nationalpark ist, weil er ist zweigeteilt. Die Brombeeren hier, die sind jetzt durch für dieses Jahr. Ein paar Blätter werden jetzt auch schon gelb und momentan ist jetzt eigentlich nur noch Längenwachstum angesagt. Hier können wir auch ganz gut sehen, wie die jetzt doch wieder austreiben hier und sich eine neue Triebe für den Winter aneignen, dass sie da ein bisschen stabiler sind. So, dann schauen wir hier rein. Ja, Gras ist in der Dormancy-Phase. Wie gesagt, es war die Woche schon mal etwas brauner und hat sich dann die letzten zwei Tage ein bisschen wiederholt, bevor es jetzt heute wieder so mehr braun und gelb wird. Also die paar Liter Regen, die es da gegeben hat in der Nacht,
die haben dann doch ein bisschen geholfen. So, also ob man das erkennen kann. Mal gucken, hier ist ein riesen Spinnennetz. Mal abends gucken, was wir hier für eine Spinne haben. Und hier, ich weiß nicht, ob die Kamera auffangen kann, ist auch ein riesen Spinnennetz. Also große Spinnen, die gibt es hier, ja. Und die meisten sind auch ungiftig oder zumindest so geringgiftig, dass sie nicht von Menschen gefährdet sind. Da fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber die startet jetzt nochmal ganz gut durch und treibt dann doch noch einige Blüten aus. Treibt euch fast überall Blüten aus. Hier oben ist eine neue Blüte. Der rote Busch hier blüht schön und lockt Insekten an. Auch die Kolibris hängen an dem gern mal rum. Sonnenblumen wie gehabt. Wir hatten gestern wieder Besuch da, deswegen habe ich noch einen zusätzlichen Grill aufgebaut. Irgendwann brauchen wir mal einen größeren Grill, dass wir mehr Sachen draufbringen. So, dann schauen wir hier ums Eck. Ja, im Großen und Ganzen verbrennt hier auch das Gras. Apfelernte läuft hier nach wie vor so vereinzelt. Es fällt immer mal wieder einer runter, den wir dann verspeisen. Die Roten werden hier jetzt auch langsam größer. Von dem her hatten wir schon einige gegessen. Die sind da echt, sehen nicht nur gut aus, sondern sie sind auch ganz gut. Ich sagte, hier unser Problembaum, die bleiben klein und faulen ja teilweise, oder der größte Teil sogar, direkt am Baum ab. Aber das gleiche Problem hatten ja unsere Nachbarn da drüben mit ihren Apfelbäumen ebenso. Warum auch immer. Ist ein sehr komisches Jahr dieses Jahr. So, dann schauen wir mal hier in das Beet rein. Himbeeren tragen natürlich nach wie vor so richtig gut. Erdbeeren sind jetzt ja im zweiten Rhythmus und bringen noch so einiges. Dann gehen wir hier mal rein. Fangen wir mit unserem Problemkind, den Gurken an. Die treiben jetzt ein paar Stellen neu, wie hier und wie hier. Den hat jetzt dieses Wetter die Woche wieder gut getan, aber der größte Teil von ihnen ist halt mehr oder weniger starke Mitleidenschaft gezogen. Hier in der Ecke blühen sie auch noch. Aber momentan ist hier nicht viel los. Und verglichen mit dem letzten Jahr, wo man ja so im Schnitt in der Woche 50 Gurken geerntet hat, die wir dann fast alle gespendet haben um eine Suppenküche, weil wir einfach mit dieser Menge nicht mehr klargekommen sind, ist es dieses Jahr natürlich schon sehr schwach. Tomaten, ja, kommen, aber halt auch verglichen mit den anderen Jahren echt schwach. Aber für uns reicht es. Wir sind nur zu zweit. Und ihr könnt ja sehen, Tomaten hängen dran. Werden fast täglich geerntet. Drüben auf der anderen Seite sind kleinere. Und dann gibt es ja noch hier drüben die Tomaten, die wild kommen oder wild gekommen sind, die sie selber ausgesamt haben, die auch ganz gut treiben. Eigentlich fast besser wie die, die man selber gezogen hat. Die haben jetzt eine ordentliche Größe erreicht. Und wenn wir Glück haben, dann bleibt das Wetter jetzt ja bis in Oktober rein stabil, sodass die Tomaten hier auch noch ganz gut wachsen müssten. Ja, diese kleinen Chichitos. Da wird jeden Tag oder fast jeden Tag fleißig geerntet. Die kleinen und hier die größeren. Die profitieren auch wieder richtig gut von dem Wetter. Und da hier noch kleinere. Und hier auf der Seite. Zu den normalen Paprika. Das sind ja leider nicht mehr zu viele Pflanzen übrig, aber auch hier unten ist ein schöner roter. Und hier gibt es einen roten. Hier sind einige grüne. Hier wechselt gerade einer die Farbe.
Blüten gibt in den Rotton rein. Also wächst auch alles. Nicht so wie die Jahre zuvor, aber immerhin tut sich was. Und die kleinen Erdbeeren hier. Das hier ist eine deutsche Sorte. Die haben wir aus Samen gezogen, die ich mal von meinem Cousin bekommen habe. Die tragen ganz gut. Und die größeren lassen jetzt dann wahrscheinlich so langsam auch wieder nach. Sterben ja doch schon ein paar Blätter jetzt ab. So, quetschen wir mal hier unten durch. Gut, das war's hier drin. Dann, wenn man sich das Feld hier so anschaut, noch ein bisschen gelber geworden im Vergleich zu letzter Woche. Und bei den hohen Temperaturen reift das Soja jetzt auch richtig gut. Mais hier in Indiana ist jetzt auch schon am Absterben. Der hat die Woche auch die Farbe von grün auf gelb geändert, weil jetzt der ja so langsam erntereif ist. Und Mais ist eine Pflanze, die ab 86 Grad Fahrenheit, was dann glaube ich 86 müsste 28 oder so sein, weiß ich jetzt gar nicht genau, in Celsius. Aber jedenfalls ab 86 Grad Fahrenheit fängt Mais an zu schwitzen, was dann hier auch in Indiana die Luftfeuchtigkeit nach oben treibt. Weil hier der ganze Bundesstaat ja eigentlich zur Hälfte gefüllt ist mit Soja und zur anderen Hälfte gefüllt ist mit Maisanbau. Was dann hier tatsächlich merklich die Luftfeuchtigkeit in dem Bundesstaat beeinflusst. Und auch hier drüben kann man gut sehen, wie er so langsam gelb wird, oder hier unten in der Nahaufnahme. Mal hier durch. Aber der war dann meistens so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Oktober, glaube ich, geerntet. Oktober oder November. Lassen wir uns überraschen, sind wir dann dieses Jahr wieder. So. Dann sind wir hier draußen eigentlich durch und es geht innen mit den Klimadaten der vergangenen Woche weiter. Bis gleich. So, dann werfen wir mal einen Blick, wie das Wetter in der vergangenen Woche war. Die Höchsttemperatur lag bei 34,8 Grad. Endlich mal wieder. Und war auch somit die höchste Temperatur, die wir dieses Jahr erreicht hatten. Am Anfang der Woche war es ja noch ein bisschen kühler, deswegen lag da auch noch die Tiefsttemperatur bei 13,9 Grad. Und wir haben in dieser Woche eine durchschnittliche Temperatur von 25 Grad geschafft. Ich glaube, so hoch waren wir dieses Jahr auch noch nie. Die höchste Windgeschwindigkeit lag ganz kurz mal bei 46 km/h. Aber ansonsten war die Woche super windstill und wir hatten nur eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 5,4 km/h. Feucht war es leider trotzdem diese Woche, sodass wir auch wieder trotz der hohen Durchschnittstemperatur von 25 Grad auf 75 Grad durchschnittliche Luftfeuchtigkeit gekommen sind. Was ja schon einiges ist. An Regen gab es diese Woche auch mal wieder was, ganz erstaunlich. 4,39 Liter, aber das war hier alles sehr lokal begrenzt. Das waren so einzelne Wolken, die durchgezogen sind. Und gab dann in einer Nacht von Freitag auf Samstag, spätabends Freitag und frühmorgens Samstag ein bisschen Regen, aber das sehen wir dann nachher noch. Ja, und dann schauen wir uns mal die Temperaturverlaufskurve an. Da könnt ihr sehen, dass es die ganze Woche, das war der Hund, dass es die ganze Woche über super warm war und auch die Nächte richtig warm waren und immer über 20 Grad gelegen sind, bis auf den einen Ausrutscher, den wir jetzt heute Nacht hatten. Da ist von Norden her wieder ein bisschen kalte Luft reingezogen, was jetzt heute aber im Laufe des Tages schon wieder vorbei ist. Und wir haben es heute wieder locker auf über 26 Grad, knapp unter 27 Grad geschafft. Was aber trotzdem meine Frau dazu veranlasst hat, heute den ganzen Tag langärmlich rumzulaufen. Weil 27 Grad sind hier definitiv zu kalt. Schauen wir uns die Windgeschwindigkeitskurve an, dann könnt ihr sehen, dass es eigentlich die ganze Woche über super windstill war. Und nur an dem einen Tag, wo hier ein bisschen Regen aufgekommen ist, hier ein bisschen kurzzeitig mal Wind da war. Aber ansonsten war es super windstill. Und die Windrichtungen
waren hauptsächlich so aus südwestlichem Bereich. Und am Wochenende hat man dann halt ein bisschen noch nördliche Strömung mit drin. Ja, wie gesagt, Regen gab es zweimal die Woche, Freitagabend und am frühen Samstagmorgen, aber halt nur ein bisschen und dann war es wieder vorbei. Sonneneinstrahlung auch die ganze Woche über sehr sonnig, wenn auch wieder am Anfang der Woche so ein bisschen diesig, wurde dann so Mitte der Woche besser. Samstag war irgendwie fast den ganzen Tag bewölkt und erst am Abend, als wir Besuch bekommen haben, waren die Wolken dann wieder weg und ist die Sonne rausgekommen. Wobei halt dann die Lichtintensität schon ein bisschen schwächer ist. Und mir auch aufgefallen ist, dass in den oder späteren Abendstunden, wenn die Sonne zwar noch steht, aber noch nicht untergegangen ist, der Temperatursensor auf und einen Baum ein bisschen verdeckt wird und dann immer ein bisschen weniger anzeigt. Aber heute auch wieder ein super sonniger Tag. So, das war's gewesen für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche wieder dabei. Dann bis dahin, wir verabschieden uns in Urlaub für eine Woche und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und tschüss.